I would like to welcome you to the forum F13 with the title Towards a New Type of Capitalism, Continuities, Ruptures, Crossroads. We have, as in all fora, we have a simultaneous translation here into three languages, English, French, and German. Who needs a translation in one of these languages should get a device for the translation outside. You need to have a passport or something like that to get it. And I will tell you the channels. You will find the German language on channel 1, the French language on channel 3, and the English language on channel 2. I'm going to switch now to the German language. Ich begrüße euch herzlich zu dem Forum F13 mit dem Titel Auf dem Weg zu einem neuen Kapitalismus? Fragezeichen. Kontinuitäten, Brüche und Scheidewege. Wir haben bei diesem Forum, wie bei allen Foren, Simultanübersetzungen in die drei Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch. Also wenn ihr Übersetzungen in eine der Sprachen braucht, holt euch bitte draußen so ein Gerät. Da müsst ihr einen Pfand hinterlegen, irgendeinen Ausweis. Kanal 1 ist die deutsche Sprache, Kanal 2 Englisch und Kanal 3 Französisch. Ich bin jetzt gebeten worden, zunächst nochmal Sonja vom Awareness-Team das Wort zu geben, kurz. Danke, Thomas. Ja, hallo alle zusammen. Ich mache das jetzt hier nur auf Deutsch. Die Dolmetscher übersetzen das netterweise. Dankeschön, Dolmetscherin. Bei der Anmeldung ist vielfach gefragt worden, ob es ein Awareness-Team oder ein Anti-Oppression-Team bei der Sommeruniversität gibt. Ja, es gibt es, weil die ESU versucht, ein sicherer, möglichst sicherer Ort für alle Teilnehmerinnen zu sein. Doch wir können uns halt auch von Herrschaftsmechanismen nicht freisprechen. Also, es steht in den Programmheften, es hängt zum Teil diese Schilder aus, mit einer Telefonnummer, eine Handynummer, unter der eigentlich Tag und Nacht jemand zu erreichen ist. Das ist die Nummer 015735573571. Dann laufen zum Teil Menschen, so wie ich, mit dieser orangen Weste rum, die könnt ihr auch ansprechen. Und es gibt in Gebäude Z, ich sage jetzt mal, das liegt in diese Richtung, Entschuldigung, in diese Richtung, da gibt es einen Raum Z134a, das ist der Awareness-Raum, da könnt ihr auch zu uns kommen, wenn irgendwas vorgefallen ist. Das ist ein sicherer Raum für alle, dann könnt ihr zu uns kommen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Thomas Sablowski. Ich arbeite als Referent für politische Ökonomie der Globalisierung im Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung und habe als Teil der internationalen Vorbereitungsgruppe auch diese Europäische Sommeruniversität mit vorbereitet und werde jetzt zusammen mit Laura Horn, die hier von euch aus gesehen rechts außen sitzt, von mir aus links außen, diese Veranstaltung moderieren. Laura wird gleich auch nochmal sich selbst und die Referenten und Referentinnen hier auf dem Podium näher vorstellen und den Ablauf der Veranstaltung darstellen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich will zunächst ein paar Worte sagen zu den inhaltlichen Überlegungen, warum wir dieses Forum gemacht haben. Also wir sprechen ja hier bei der Europäischen Sommeruniversität über eine Vielzahl von gesellschaftlichen Problemen, von der fortschreitenden Naturzerstörung, der Klimakatastrophe, dem Artensterben, über die wachsende soziale Ungleichheit, die Unterdrückung von Frauen und Menschen mit anderer sexueller Identität, die Privatisierung grundlegender Ressourcen und sozialer Infrastrukturen, die internationale Verschuldung bis hin zum Aufstieg autoritär-populistischer, nationalistischer und faschistischer Kräfte, den zunehmenden Konflikten zwischen den imperialistischen Mächten und dem Krieg in der Ukraine. Es stellt sich die Frage, was alle diese Probleme eigentlich verbindet miteinander. Gibt es gemeinsame Ursachen? Wenn man sich diese Frage stellt, kommt man natürlich bald auf die Frage der kapitalistischen Produktionsweise, die in unseren Gesellschaften vorherrscht
und die die Wurzel vieler Probleme ist oder zumindest die verschiedenen Herrschaftsverhältnisse und gesellschaftlichen Prozesse, mit denen wir konfrontiert sind, maßgeblich beeinflusst. Es lag daher für den internationalen Vorbereitungskreis der Europäischen Sommeruniversität nahe, in einem zentralen Forum die Entwicklungstendenzen des gegenwärtigen Kapitalismus zum Gegenstand der Diskussion zu machen. Die globalisierungskritische Bewegung und andere soziale Bewegungen haben seit Jahrzehnten die neoliberale Entwicklung kritisiert. Angesichts einer Vielzahl von Veränderungen müssen wir uns aber die Frage stellen, inwieweit unsere Analysen und unsere Kritik der herrschenden Verhältnisse einer Aktualisierung bedürfen. Ich nenne nur einige Beispiele. Die WTO war ähnlich wie der IWF und die Weltbank eine Zielscheibe der Globalisierungskritik. Der multilaterale Liberalisierungsprozess, der in der Gründung der WTO und dem WTO-Beitritt Chinas seinen Höhepunkt gefunden hat, ist aber seit längerem in der Krise. Während einerseits weiterhin bilaterale Handels- und Investitionsschutzvereinbarungen abgeschlossen werden, haben wir es andererseits spätestens seit der Präsidentschaft von Donald Trump in den USA mit sich verstärkenden Tendenzen eines globalen Wirtschaftskrieges zu tun, die zu einer zunehmenden Fragmentierung und Blockbildung in der kapitalistischen Weltwirtschaft führen könnten. Kommen wir damit vom Regen in die Traufe? Ein weiteres Beispiel. Einerseits schreiten Privatisierungsprozesse weiter voran, aber andererseits beobachten wir seit der globalen Finanzkrise in den letzten 15 Jahren zunehmende Staatseingriffe bis hin zu einem Revival der Industriepolitik, mit der die führenden kapitalistischen Mächte auf die verschärfte Weltmarktkonkurrenz reagieren. Wir haben es also mit sehr widersprüchlichen Entwicklungen zu tun, die wir genauer analysieren sollten, um daraus die entsprechenden strategischen Schlussfolgerungen zu ziehen. Inwieweit haben wir es mit qualitativ neuen Entwicklungen zu tun? Dauern die neoliberale Globalisierung und die Finanzialisierung des Kapitalismus weiter an? Oder haben wir es mit einem Prozess der Deglobalisierung und des Übergangs zu einer Art Staatskapitalismus zu tun? Wie ist das Verhältnis von Kontinuität und Bruch? Und welche neuen Herausforderungen stellen sich für die sozialen Bewegungen? Dies sind die Fragen, die wir mit unseren drei Gästen auf dem Podium und mit euch im Folgenden diskutieren wollen. Damit übergebe ich an meine Kollegin Laura Horn. Thank you, Thomas. My name is Laura Horn. I'm a political economist at the University of Roskilde in Denmark. And we have a division of labor, so that I now introduce the format of this forum. We have here with us today three distinguished speakers, and I will introduce them to you in a moment. However, this is the European Summer University, and the point is not just to listen to people and to learn, but also to talk with and to each other. Just have a look around at your neighbors, the people before and in the rows behind you. From this perspective, it's pretty much amazing to see that so many of you are here in this room. And we would very much like to also hear your perspectives and come into discussion with you. However, as we all know from these kind of events, if we were to open the floor to questions, there's a good chance that someone might stand up and give a 10-minute monologue on the tendency of the rate of profit to fall. That might not be the most constructive and inclusive way of organizing the Q&A session for a large forum like this. So what we would like to do with you today is a moderated way of interaction. After our three talks, which will be held as brief as they can be, we promise, what we will do with you is the following. We will start with a mumble. A mumble is a format that basically means you turn to your neighbor and talk to your neighbor, as we all want to do at the ESU here. We will do that for a couple of minutes just to get into contact, to share immediate impressions that come out of having listened to our three distinguished speakers. During this time, we would also invite those of you who need a quick bio break or stretch your legs to do that. So there will not be a designated break time. We will use the mumble for that. After the mumble, we will go into the moderated discussion. Have a look
on the little table in front of you, you will find colored paper. Doesn't matter which color. We're not colorblind, but for this forum, it does not matter which color paper you have. We would invite you during the talks to write down any questions that come to mind. Write them down. Write them down in the language that is most comfortable to you. We will try and make sense of it collectively. Please try and write in ways that we can read. And please do not write an essay. This is a university, but we're not grading you. What we want from you is interesting questions, challenging questions, points that we can give to our speakers and that we can give to our, each other. We will collect all these different colored papers during the mumble, so we will be walking around and sort of bringing them here. Then we will make a selection of the questions that we find, just to make sure that, you know, we can actually have a constructive dialogue and interaction here. We invite you after the forum to come and check out some of the other colored papers and see what kind of questions other people come. You're also welcome to bring those colored papers with you into some of the workshops. That's very much the idea of this forum, in any case, to inspire the discussions in the workshop. Are there any questions to this format from the audience? So trust us, we will guide you through it, and the purpose is to have interaction, but in a moderated way. Thomas and I will also sum up at the very end of the forum. Just to say to our online friends, if you're with us in the live stream, and you do also want to bring in questions, you can send me a text message on WhatsApp, Signal, Telegram, or just SMS, and the number you can use for that is 0045-51246781. I repeat, 0045-51246781. Now, after this outlining of the format, we move to our three distinguished speakers. And Thomas and I, we are so delighted to have with us three wonderful analytical thinkers, writers, academics. We will start the talks with Dominique Plion, who is sitting here in the middle. Dominique is Professor Emeritus at the Department of Economics at Paris-Nord. That's in France. Dominique has published widely, extensively, and very prominently on banking, international finance, European economics. He is one of the most outspoken heterodox economists in France, and he has a long-standing involvement in ATTAC France. For instance, he's been president of the Scientific Council in ATTAC France. He's also a prominent member of Les Economistes Atterrés, the French Heterodox and Critical Economists Association. Next to me, our speaker in the middle, is the wonderful Julia Eder. Julia is an external lecturer at the Institute of Sociology at the Johannes Kepler University in Linz, that's in Austria. Julia is a political economist. Her research focuses on regional integration and industrial policy in Latin America, in Europe, and also in Eurasia. I encourage you to check out her work. Her work has been published academically in English, in Spanish, and in German. Julia has been a central contributor to discussions also with civil society about progressive industrial policy, and she also closely cooperates with the Austrian trade union movement. Our third speaker in this particular context maybe doesn't even need much introduction, but we are very, very happy that he is with us here today. Frank Deppe here on the far right, which by no means means any political orientation. Frank is Professor Emeritus in Political Science with a long-standing connection to the University of Marburg, which is in Germany. Frank is a, if not the, leading Marxist political scientist in Germany. He's written widely also on political economy, including EU politics. He has published on geopolitics, both academically as well as in political discourse, and the crisis of capitalism from many different facets. Frank has been and still is a key figure in discussions in German civil society for many decades.
We are very happy that you're with us today. And with this, I'm going to shut up and give the word to Dominique. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans pour ce forum sur un sujet qui est très, très vaste. Nous allons essayer de le cerner un petit peu. Pour ma part, j'aborderai certains aspects, évidemment, qui seront loin d'être exhaustifs. Puisque le sujet principal, c'est de savoir si nous allons vers une nouvelle forme de capitalisme, si le capitalisme va évoluer, j'ai pensé qu'il était utile de commencer ma présentation par une brève rétrospective en évoquant ce qui s'est passé au XXe siècle, puisque il n'y a pas si longtemps, au XXe siècle, nous avons connu deux types de capitalisme très contrastés. Après la crise des années 30, nous avons eu un capitalisme régulé qui a été mis en place par des politiques publiques fortes. Aux États-Unis, c'est le New Deal de Roosevelt, avec des réformes sociales, des réformes financières ambitieuses, notamment le démantèlement des grandes banques. Et puis, à mesure que ce capitalisme régulé, qu'on a quelquefois appelé d'ailleurs le capitalisme social-démocrate ou keynésien, eh bien, il a perdu en efficacité par rapport aux critères capitalistes, c'est-à-dire en termes de rentabilité. Et donc, il y a eu, en effet, un ralentissement de la croissance, de l'inflation, ce qu'on appelait la stagflation, et on a eu aussi des diminutions, un ralentissement des gains de productivité. Donc les capitalistes, vers les années 70, n'étaient pas du tout satisfaits de ce régime, ce qui a suscité des réactions, et ça a été la mise en place, à l'occasion de cette crise dite stagflationniste, d'un nouveau régime de croissance, impulsé par des politiques néolibérales, lancées par Mme Thatcher, en Grande-Bretagne, M. Reagan aux États-Unis, mais ces politiques qui se sont répandues dans le monde entier, avec une libéralisation très poussée du marché du travail, libéralisation très poussée du système financier, des échanges internationaux, ce qui a donné naissance à un nouveau régime de croissance capitaliste que nous appelons aujourd'hui, qui existe encore aujourd'hui, qui est le capitalisme financiarisé et mondialisé. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, puisque nous sommes à nouveau dans une grande crise du capitalisme depuis une quinzaine d'années, depuis la grande crise financière de 2007, eh bien, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on va avoir à nouveau, comme lors des précédentes crises du capitalisme, un changement de régime ? C'est la question qu'on essaye de se poser. Et je vais essayer d'explorer devant vous quelques-uns de ces facteurs potentiels de changement du capitalisme, sans avoir la prétention de l'exhaustivité, mais de collègues, Julia et Franck, compléteront certainement ce que je vais t'amener à vous dire. Premier facteur que je voudrais passer en revue, compte tenu de l'expérience du siècle dernier, c'est le rôle des politiques publiques qui ont été si importantes pour faire basculer le capitalisme d'un régime dans l'autre. Est-ce que les politiques publiques menées aujourd'hui sont de nature à amener un nouveau régime de croissance ? Alors là, il y a aussi, comme ça a été dit, par Thomas, la situation est complexe. Il y a des éléments contradictoires. En effet, d'un côté, la crise, on devrait dire les crises successives, financières, économiques, sociales, écologiques, sanitaires, qui se sont produites ces dernières années, ont amené des réactions de politique publique très fortes. Nous avons un interventionnisme de l'État qui s'est développé, qui s'oppose évidemment à la doxa, au dogme néolibéral qui veut que l'État réduise son rôle. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu un changement de cap très important. On peut prendre un ou deux exemples, mais que vous connaissez. À l'échelle européenne, il y a eu, par exemple, à partir des deux dernières années, la mise en place d'un plan de relance qu'on a appelé EU Generation. D'accord ? C'est-à-dire un plan de relance important pour stimuler l'activité qui avait été déprimée, notamment par la crise sanitaire. Bien. Autre exemple, la Banque Centrale Européenne, qui s'est mise à acheter massivement, contrairement au dogme orthodoxe, de la dette publique pour aider les États à se financer.
Alors, on pourrait dire à partir de là, eh bien, ça y est, on est dans une situation de crise, plutôt de remise en cause des politiques néolibérales. Eh bien, non. D'après nous, pour ATTAC et pour beaucoup d'autres organisations, nous pensons qu'en fait, il y a des politiques qui ont été menées, qui sont assez fortes, assez massives, mais il n'y a pas eu de politique, véritablement, de remise en cause du néolibéralisme. On voit que les politiques qui redémarrent aujourd'hui sont des politiques néolibérales. Par exemple, la Banque centrale se retire pour lutter contre l'inflation, essaye de monter ses taux d'intérêt, alors que cette politique sera probablement totalement inefficace, d'ailleurs. Mais aussi, ce qu'on a vu, et nous avons écrit un livre avec ATTAC Allemagne, d'ailleurs ATTAC France, à ce sujet, 10 ans après la crise, on voit qu'il n'y a eu aucune réforme financière d'envergure pour remettre en cause le fonctionnement du système financier qui avait été à l'origine de la crise. Donc, ce que nous concluons, c'est que, en fait, les politiques qui ont été menées ne remettent pas en cause, de notre point de vue, le système d'accumulation financière qui a été mis en place à la fin du siècle dernier. Ça, c'est le premier point donc, que je voulais partager. Une remarque très importante de mon point de vue, puisqu'on parle du capitalisme, en fait, il faudrait parler des capitalismes. Parce qu'en réalité, il y a dans le monde aujourd'hui des capitalismes, ce qu'on appelle la variété des capitalismes. En face du capitalisme de marché que nous avons par exemple en Europe ou qui existe aux États-Unis ou au Japon, dans les pays de la triade, il y a des pays à capitalisme d'État, fortement administré, autoritaire et illibéral. Deux exemples, vous les avez en tête, je suppose, la Chine et la Russie. Donc, parler du capitalisme, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens. Il faudrait parler des capitalismes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a une coexistence et peut-être même un début de guerre entre les capitalismes. Capitalisme de marché, capitalisme d'État. Et ça, je crois que c'est un élément important de la période, mais je n'en dis pas plus parce que le temps est limité. Deuxième élément que je voudrais aborder devant vous, c'est la question du rôle des innovations technologiques. Si on est schumpeterien, c'est-à-dire si on adhère à la théorie de Joseph Schumpeter, qu'on appelle aussi quelquefois la théorie évolutionniste. On considère que le capitalisme, dans son histoire, a été profondément affecté, dans différentes étapes, par les innovations, les vagues d'innovations technologiques successives. Et en effet, au siècle dernier, la production de masse, la consommation de masse, l'automatisation, le taylorisme, nouvelle forme d'organisation dans l'entreprise, ont joué un rôle important dans la dynamique du capitalisme. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle vague technologique, c'est la numérisation, la digitalisation. On peut penser qu'il y a là le ferment d'une transformation du capitalisme tout à fait importante. Donc, ce que je dirais, c'est que, le temps passant, je ne vais pas développer trop, mais le point qui me paraît le plus important, c'est que nous constatons une concentration du pouvoir, une concentration du capital, avec la montée en puissance de géants, d'oligopoles qui aujourd'hui sont des acteurs majeurs du capitalisme. Et je pense que nous allons vers un capitalisme monopoliste qui va affecter le fonctionnement non seulement de l'économie mondiale, mais aussi qui affecte déjà nos vies. Par exemple, les conditions de travail qui affectent déjà aussi nos conditions de consommation. Donc, je pense que ce capitalisme numérique, comme on l'appelle quelquefois, est un élément de changement majeur, de discontinuité dans le fonctionnement du capitalisme. C'est la vague technologique qui est schumpeterienne, si je puis dire, qui affecte le capitalisme. Alors, le dernier point que je voudrais aborder, puisqu'on me fait signe que le temps passe très vite, c'est la question de ce que j'appellerais les limites écologiques, qui me paraît être un élément essentiel pour comprendre ce qu'est et ce que va être l'évolution future du capitalisme. Pour moi, c'est un facteur nouveau par rapport aux crises antérieures, qui est essentiel parce qu'il pose la question de l'avenir du capitalisme. En effet, le capitalisme fonctionne sur la base d'une accumulation et d'une croissance infinie. Or, aujourd'hui, il se heurte aux limites de la planète. Il se heurte aux limites des ressources non renouvelables. Il se heurte aux limites de notre écosystème. Et là, donc, il y a quelque part une incompatibilité entre la logique de croissance infinie du capitalisme, d'une part, et d'autre part, de la crise écologique qui est devant nous et qui est déjà là aujourd'hui, évidemment. Et donc, nous sommes, puisque dans le titre, il y a les crossroads, comme terme, nous sommes à la croisée des chemins. Ou bien
nous continuons sur la lancée actuelle, catastrophique, avec un avenir tout à fait incertain pour la planète et pour l'humanité, ou bien nous changeons complètement de modèle et nous allons vers un modèle différent qui serait fondé, par exemple, sur la sobriété, c'est-à-dire une production pour les biens, les besoins essentiels, fondée également sur les énergies non fossiles, les énergies renouvelables, fondée également sur la solidarité et la coopération internationale. On est très loin de la logique, vous voyez, du modèle dominant aujourd'hui. Et je terminerai, en m'excusant juste d'être un peu long, de dire que pour nous, pour beaucoup d'entre nous, le climat, et je pense que vous partagerez cette idée, doit être vu, et là, l'écologie en général, comme un bien commun. Un bien commun, et comme l'a expliqué Elinor Ostrom, qui est une des théoriciennes des biens communs, le bien commun doit être géré non seulement par ne peut pas être géré exclusivement par les marchés et par les gouvernements, il doit être géré aussi par les populations, par les usagers, par les citoyens. Et c'est là que je terminerai en disant que les mouvements sociaux, qui représentent ce troisième pouvoir, ont un rôle important à jouer pour cette transition, pour lutter contre la question de la crise écologique. Et c'est pour ça que nous sommes tous aujourd'hui ici, pour défendre l'implication, l'organisation des mouvements sociaux face à la crise du capitalisme. Ja, vielen Dank, Dominik, für den prägnanten Beitrag und auch für die perfekte Einhaltung der Zeit. Dann wärst du dran, Julia. Ja, schönen guten Nachmittag von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich werde jetzt argumentieren in den nächsten 10 Minuten, dass wir uns mit einer multiplen Krise konfrontiert sehen, die mit einer konfliktbehafteten Herausbildung einer neuen Weltordnung einhergeht und dass es Anzeichen gibt hin zur Verschiebung zu einem autoritären Staatskapitalismus auch in den westlichen Ländern. Ich werde das argumentieren anhand von Thesen, die absichtlich provokant sind und freue mich schon auf die Diskussion. These 1 ist: Der Westen befindet sich global im Abstieg und isoliert sich zunehmend, will es aber nicht wahrhaben. Mit dem Aufstieg Chinas und auch dem Rest Asiens, die mittlerweile sehr viel der globalen Produktion bei sich konzentrieren, ist der Westen in manchen Bereichen geschwächt und wir erleben zunehmend, dass sich eine Akkumulationskrise abzeichnet seit 2008, die noch immer nicht gelöst ist und da durchaus zu Konflikten führt zwischen Staaten, aber auch auf der sozialen Ebene. Ich denke, es gibt 2 große Möglichkeiten, was passiert. Das eine ist die Herausbildung einer neuen Bipolarität, wo sich die USA und die EU auf der einen Seite befinden. Auf der anderen Seite da finden wir China und Russland, Russland, China untergeordnet. Oder wir erleben die Herausbildung einer wahren multipolaren Weltordnung, wo sich ein dritter Block formiert, wie die blockfreie Bewegung in der Geschichte, die tatsächlich ein Gegengewicht bildet zu den 2 anderen großen Blöcken. These 2 ist, der Protektionismus ist zurück, wird aber nicht als solcher bezeichnet. Seit die Akkumulationskrise im Gange ist, die jüngste Akkumulationskrise, erleben wir eine Slowbalization, eine Globalisierung, die langsamer voranschreitet, sich zum Teil zurückentwickelt und die ist begleitet von protektionistischen Maßnahmen, die auch von den westlichen Staaten gesetzt werden. Hier denke ich an America First und die USA, aber auch die EU hat protektionistische Maßnahmen eingeführt, die sich gegen China richten, großteils, bezeichnet diese
aber nicht als solche, spricht aber davon, dass die Industrie geschützt werden muss. Und genau dafür sind protektionistische Maßnahmen eigentlich da. Das heißt, ich denke, wir werden eine selektive Deglobalisierung erleben, die aber nicht unter progressiven Vorzeichen passiert, sondern eine auf strategische Güter fokussiert ist, bei denen die EU und auch die USA von China und auch anderen Ländern des globalen Südens unabhängig sein wollen. Die These 3 ist, der Staat ist zurück, aber das ist nicht zwingend etwas Positives. Es hat Dominique Plihon schon erwähnt, die letzten 10, 15 Jahre sind durch vielfältige Staatsinterventionen gekennzeichnet. Ich denke an Corona-Beihilfen, an Bankenrettungen, an Gelder für die Dekarbonisierung der Industrie, die der Staat dem Privatkapital gibt. Und das bedeutet, wir beobachten, dass immer mehr Staatsintervention vorhanden ist, aber es ist eigentlich eine Umverteilung von staatlichen Geldern in wenige private Hände. Man könnte auch davon sprechen, dass vielleicht Neoliberalismus für Arbeiterinnen und Arbeiter eintritt, aber Sozialismus für die Unternehmen. Die These 4 ist, Inflation ist die neue Austerität mit noch fataleren Folgen. Ich persönlich bin nicht überzeugt davon, dass bald eine neue Phase der Austerität kommt. Ich denke, dass vielleicht Inflation laufen gelassen wird und dann eine ähnliche Rolle einnimmt. Warum sage ich das? Es gibt heute eine massive Teuerung, die für genau die arbeitenden Menschen, insbesondere die Niedrigverdiener und Innen, fatale Folgen hat und ähnlich wie Austeritätsmaßnahmen den Lebensstandard massiv senkt. Gleichzeitig hat Inflation den Vorteil, dass sie die angehäuften Staatsschulden der Corona-Phase real reduzieren. Das heißt, es gibt auch ein Interesse von der Politik, diese Inflation nicht zu bekämpfen, wie das in der neoliberalen Zeit immer gemacht wurde. Das wird dazu führen, dass eine massive soziale Polarisierung eintritt und neue Verteilungskonflikte entstehen. Was besonders problematisch ist, weil Inflation eher desolidarisierend wirkt, während Austerität eher solidarisierend wirkt unter den Personen, die negativ getroffen werden von den Maßnahmen. Ich komme zu These 5, das ist die letzte These. Ich denke, es wird spätestens im Winter zu massiven sozialen Protesten kommen in verschiedenen EU-Ländern, die die politische Rechte für sich vereinnahmen kann. Diese Proteste wird es geben, weil die Teuerung genau die Niedrigverdiener und Verdienerinnen massiv trifft. Und es wird versucht werden, von den Medien diese, wie auch bei den Corona-Maßnahmen-Protesten, ins rechte Eck zu drängen. Das wird dazu führen, dass einerseits ein autoritäres Vorgehen gegen die Proteste legitimiert werden kann. Andererseits wird es aber auch dazu führen, dass die traditionellen linken Organisationen es schwer haben werden, eine Position zu finden gegenüber diesen Protesten. Eine Variante oder eine Möglichkeit, die sie haben, ist, sich zu solidarisieren, obwohl die Proteste ins rechte Eck gedrängt werden. Eine andere Möglichkeit ist, eigenständige Proteste zu organisieren. Oder die schlechteste Variante aus meiner Sicht ist, nichts zu tun und die Proteste als rechts selbst auch wahrzunehmen. Das heißt, das sind die 5 Thesen, worüber ich gerne mit euch diskutieren würde. Gerne auch nach dem Plenum noch. Und ich bin schon gespannt, was ihr dazu sagt. Ja.
Ja, auch dir vielen Dank für diese klaren, zugespitzten Thesen, Julia. Und dann hättest du das Wort, Frank. Es ist schon an. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Und wir haben schon bei verschiedenen Sommerakademien sozusagen über den Zusammenhang von Krisenanalysen und politischen Strategien diskutiert. Ich denke, wir sind jetzt in einer Situation, wo die Herausforderungen besonders groß sind, vor allem natürlich vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine. Und wir alle wissen, es gibt sozusagen in der Geschichte der Analyse des Kapitalismus, beginnend im 19. Jahrhundert natürlich immer wieder Versuche, den Kapitalismus nach Entwicklungsperioden sozusagen zu strukturieren. Frühkapitalismus, Kapitalismus der freien Konkurrenz, Monopolkapitalismus, Imperialismus, letztes Stadium und so weiter. Das ist sozusagen die Geschichte der Kapitalismusanalyse. Und ich denke, dass wir gegenwärtig in einer Situation sind, wo die Herausforderungen besonders groß sind. Ich habe in verschiedenen anderen Zusammenhängen, dass ich ein Buch im letzten Jahr über Sozialismus herausgegeben habe, nicht weil ich denke, Sozialismus steht unmittelbar vor der Tür, sondern weil die Widersprüche, die der Kapitalismus produziert, sozialistische Antworten gewissermaßen herausfordern. Und wenn ich darüber spreche, sage ich oft, wenn ich ein Seminar machen würde, würde ich den Studierenden im Vorfeld in der Vorbereitung sagen, wir machen eine Literaturliste. Also macht eine Recherche von Titeln aus den letzten 4 bis 5 Jahren und nimmt es in 2 Feldern. Einerseits zu dem Thema Sozialismus des 21. Jahrhunderts und andererseits zu dem Thema Krise und Ende des Kapitalismus. Und es wird recht überraschend sein, die Studierenden werden mit ziemlich langen Listen kommen. Texte aus den letzten 4 bis 5 Jahren. Das ist sozusagen ein Reflex auf die Konstellation. Ich selbst würde gerne, dass meine Ausführungen in den Kontext stellen, dass wir sozusagen einen großen epochalen Umbruch erleben in der Geschichte der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts. Der Begriff der großen Transformation, Polanyi und so weiter, ist nicht per Zufall aufgekommen. Und ich will diese Entwicklung seit dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts in 2 Perioden einteilen. Die erste ist die einer gewaltigen Expansion, sowohl in der räumlichen Ausbreitung des Kapitalismus, natürlich vor dem Hintergrund auch des Zusammenbruchs einerseits der Sowjetunion und andererseits der Reformpolitik in der Öffnung in China seit 1978. Aber es ist gleichzeitig eine expansive Bewegung, die etwas zu tun hat mit den Anfängen der technologischen Revolution, der digitalen Revolution und die sozusagen auf der politischen Ebene den Siegeszug des Neoliberalismus bei gleichzeitig einer tiefen Krise des Sozialismus am Ende des 20. Jahrhunderts, vor allem des Sozialismus, der mit den Massenorganisationen der Arbeiterbewegung im 20. Jahrhundert verbunden gewesen ist. Und Die zweite Teil der These läuft, in diesem großen Zyklus der Expansion erleben wir seit der Krise 2008, ich würde es auch schon vorher erleben, ein Überschreiten dieses Höhepunktes. Man könnte wegen der Kürze der Zeit sagen, krisenhafte Prozesse einer reflexiven Globalisierung. Das heißt, die expansiven Tendenzen schlagen gewissermaßen auch auf den Ausgangspunkt, auch geografisch aus dem Ausgangspunkt zurück. Und wir erleben hier gewissermaßen jetzt auch die Diskussion über die Grenzen und die Krise des Kapitalismus, also einer Krise in Permanenz. Seit dem Big Crash von 2008 folgendem, sozusagen jetzt das Bewusstsein dafür geschärft hat, dass wir in einer Krisenkonstellation leben, in der sich verschiedene Krisentendenzen wechselseitig verstärken und immer auch stärker die Grenzen zur katastrophischen Entwicklung überschreiten.
Das betrifft einerseits natürlich den Bereich der ökonomischen Entwicklung, der im Wesentlichen bestimmt wird durch die strukturelle Überakkumulation und die Maßnahmen, die ergriffen werden, gewissermaßen auf diese strukturelle Überakkumulation im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts expansiv zu reagieren, die aber eine strukturelle Instabilität gewissermaßen der Finanzmärkte und gleichzeitig auch enorme Ungleichheiten in der Entwicklung zwischen den verschiedenen Zentren des Kapitalismus und Regionen hervorgebracht hat und immer wieder Krisenprozesse hervorruft. Zweitens ist diese Entwicklung gekennzeichnet durch eine starke Tendenz zur sozialen Polarisierung, und zwar sowohl in internationalen Dimensionen als auch in den inneren Dimensionen, die ihrerseits natürlich in verschiedenen Regionen dieser Welt starke Widerstandsbewegungen und so weiter hervorgerufen haben. Ich will nur, wir haben die Zeit nicht dazu, darauf hinweisen, dass es natürlich hochinteressant ist für uns, die Entwicklungen in Lateinamerika zum Beispiel zu verfolgen, die sehr widersprüchlich sind, aber ganz eindeutig auf der Ebene der Wahlergebnisse und der Linksverschiebungen bei den Wahlen andeuten, dass die strukturellen Probleme, die aus der Abhängigkeit Lateinamerikas und der inneren Macht- und Kräfteverhältnisse hervorgehen, nicht gelöst sind, sondern sich in dieser Entwicklung sozusagen der Krise noch enorm verschärft haben. Dann haben wir sozusagen über die Pandemie erlebt eine große Krise, ein Bewusstsein für die große Krise der sozialen Reproduktion, die verbunden ist mit dem Bewusstsein dafür, inwieweit gewissermaßen die Institutionen der sozialen Reproduktion, insbesondere das Gesundheitswesen, aber auch natürlich die Infrastruktur im weitesten Sinne, Voraussetzungen sind für das Funktionieren von Gesellschaft. Ach so, ich muss dann gleich Schluss machen. Wir befinden uns mitten in der Klimakrise natürlich, das wurde bereits erwähnt, deswegen will ich es gar nicht weiter ausführen, aber es ist einer der wichtigsten Bereiche. Und der vierte Bereich ist sozusagen, in dem diese Verknüpfung und das Ineinanderwirken folgt, ist, Dirk Messner hat es gerade die taumelnde Weltordnung genannt. Also, es wurde auch in den Beiträgen schon angesprochen, die zunehmende Überschreitung der Grenzen gewissermaßen der Konkurrenz um globale Machtverhältnisse und Kräfteverhältnisse zur Anwendung von Gewalt. Und ich stimme mit meinen Vorrednern überein, dass wir in eine Krisensituation hineingehen, in der einerseits für sozusagen die Rettung des Kapitalismus immer mehr Gewalt angewandt wird. Sowohl in der Innenpolitik, da sind wahrscheinlich die USA in der nächsten Entwicklung, falls die Republikaner oder die Demokraten die Wahlen im November verlieren und Trump sich vorbereitet oder jemand anders aus der Republikanischen Partei für eine neue Präsidentschaft, werden wir zunehmend erleben im Zusammenhang der Renationalisierung von Politik die zunehmende Bereitschaft, auch Gewalt anzuwenden, gewissermaßen in der Innenpolitik und aber auch in der Außenpolitik. Gleichzeitig sind in diesen Feldern, meine Vorrednerin und er hat es auch bereits gesagt, entstehen in all diesen Bereichen, in denen diese multiple Krise wirkt, entstehen Kampffelder, neue und alte Kampffelder. Von dem Kampf sozusagen um die Verringerung der Arbeitszeit, ich spreche bewusst mal ein gewerkschaftliches Thema an, das im Zusammenhang der technologischen Revolution eine enorme Bedeutung gewinnt, bis hin zu dem Kampf um eine alternative Beschäftigungspolitik, die uns im Zusammenhang der sozialökologischen Transformation, also im Bereich der Energiepolitik, mit der Frage konfrontiert, inwieweit gewissermaßen die Stilllegung von bestimmten Bereichen die Notwendigkeit erfordert, gleichsam neue Perspektiven von Beschäftigungspolitik und zu eröffnen. Also, ich denke, dass wir in einer Situation uns befinden, in denen eine zunehmende, die Eva hat gerade schon im Winter von der Mobilisierung gesprochen, aber historisch unter der Voraussetzung, das ist der schwierige Punkt, dass die traditionellen Kräfte, die wir adressieren,
aus der Geschichte der kapitalistischen Gesellschaft heraus, auch in der Perspektive auch der Konfrontation von Kapital und Arbeit, dass diese Kräfte praktisch am Ende des 20. Jahrhunderts extrem geschwächt sind. Und dass gewissermaßen die Frage der Konstitution, ich mache es bewusst mal etwas pathetisch, die Frage der Konstitution eines Blocks sozialer, politischer und intellektueller Kräfte, die in der Lage sind, gewissermaßen in diesen Konfliktfeldern, die sich aus diesen multiplen Krisenprozessen ergeben, Alternativen gegenüber sozusagen privatkapitalistisch-neoliberalen Lösungen, die zunehmend gewaltsam auch durchgesetzt werden, zu entwickeln, gesellschaftliche Lösungen, die zugleich demokratische Selbstbestimmung ausweiten. Das wird eine Konflikt- und Kampflinie sein in der Zukunft, die, so denke ich, vor allem für die progressiven Kräfte, die auch hier bei ATTAC versammelt sind, aber auch für Diskussionen, die wir in den Gewerkschaften und im Bereich der politischen Linken zu führen haben, zunehmend an Bedeutung gewinnen. Schönen Dank. Thank you very much to all of our wonderful speakers. People, beautiful people, we are now going ahead with a way of interacting with each other as well as with our panel here. As we've already announced, we would like to do that in a way that brings you in contact with each other rather than the kind of frontal format that you have in this room. We would invite all of you to turn to your neighbor, as scary as that might be. Turn around, look at each other, smile. We are all in this room here to fight those battles that Dominique and Frank and Julia have already pointed out. We don't expect you to find solutions within the next 10 minutes. What we do expect you to do, or rather invite you to do, is, as you already do, talk to each other. Just to say, remember the cards. Write down your questions on the cards. We will be going around taking those cards with us. And we will continue with the Q&A at 10 past 3.
Okay, people. There's been a lot of mumbling, like a lot of mumbling, and that's very much appreciated. We are now moving back into a format where we are sitting here. We have collected so many interesting, challenging questions. Thank you all very much for bringing all of these issues to our attention, also to each other's attention. We have tried where possible to allocate questions to speakers who might or might not have something to speak to that particular question. There's no chance on earth that they can actually respond to all questions that they have received in the time that we have left. Because we do want to make sure that you and everybody can leave this room in time to have a proper break, in particular our very appreciated interpreters here in the rooms on the corner. So, what we are going to do is we're going to give the word to our speakers who will pick the questions that they like. It's as simple as that. Thomas has now joined the ranks of the speaker because he also has particular expertise to some of these questions. If you think, but they didn't respond to my question, then don't worry. We invite all of you to come down here to the table, have a look at your question, have a look at some of the questions from the others, because maybe not surprisingly, there are a lot of questions that go in similar directions. We also invite you to bring one of those questions, or maybe two or three, with you when you leave the room. Not your own question, you remember that. Bring someone else's question. Think about it. We haven't written any names on it. Maybe you recognize handwriting, but maybe you just want to pick someone else's question and randomly bring it with you and keep thinking about it and bring it to workshops. Maybe that might even be the question that determines which workshop you go to next. Because we all have questions. Neither of us has definite answers. But our distinguished panelists have maybe responses and answers that go some way towards addressing these questions. Ja, das ist natürlich sehr schwierig jetzt mit diesen vielen Fragen. Und die Fragen bewegen sich ja auf ganz unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Von sozusagen sehr fundamentalen Fragen bis hin zu ganz konkreten Detailfragen. Und das ist die Herausforderung jetzt für unsere Rednerinnen und Redner hier auf dem Podium, im Grunde dort ein bisschen Ordnung reinzubringen und sich einzelne Fragen herauszupicken und die zu beantworten. Ich würde einfach sagen, wir verfahren nochmal in der gleichen Reihenfolge. Dominik, magst du anfangen? Vous m'entendez? C'est bon? Donc, merci pour toutes vos questions qui sont nombreuses et toutes très pertinentes. Hein. Je vais, excusez-nous, on doit choisir parce qu'il y a beaucoup de questions. Je vais répondre à une question qui concerne plus particulièrement la France et qui peut intéresser notamment nos amis qui sont hors de France, notamment nos amis allemands. C'est une question qui a été posée sur les Gilets jaunes, qui est un mouvement social qui, comme vous le savez, a eu beaucoup d'importance en France ces trois dernières années. C'est-à-dire que c'est une révolte des classes moyennes inférieures, comme on dit en anglais, lower middle class, c'est-à-dire des populations qui sont plus particulièrement frappées par la crise, notamment pour des raisons écologiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent dans les périphéries urbaines et qui doivent utiliser leurs voitures, des moyens de transport qui coûtent cher, l'essence coûte de plus en plus cher, pour pouvoir aller travailler. Et le gouvernement avait décidé d'augmenter brutalement les prix de l'essence sans prendre en considération cette injustice devant laquelle se trouvent beaucoup de gens, certains qui n'ont pas besoin de se transporter sur des distances importantes et d'autres qui doivent faire des dizaines de kilomètres et plus pour aller travailler. Donc pour nous, ATTAC, et je pense pour beaucoup d'organisations, ce mouvement-là... D'abord, nous a un peu surpris dans son contenu, parce qu'il y avait parfois des demandes qui étaient difficiles à comprendre et avec lesquelles on n'était pas forcément d'accord. Mais très vite, on a réussi à les comprendre, à se mettre d'accord, je crois. On est allé sur les ronds-points
On est allé discuter à Rond-Point, c'est-à-dire dans les périphéries urbaines. Et pour nous, c'est le symbole, ce mouvement, du type de révolte que nous voulons absolument soutenir et que nous voulons voir se multiplier, parce que c'est un moyen de faire pression d'une manière efficace sur les pouvoirs publics et sur les décideurs business, pour qu'ils se rendent compte du mauvais fonctionnement et du caractère dangereux du système. Et ça nous mène aussi à mettre l'accent sur la question de la justice. Justice par rapport à la question des transports. Donc il faut développer par exemple des transports en commun, permettre aux gens de se transporter dans les bonnes conditions. Justice fiscale aussi, c'est-à-dire le fait que dans le prix de l'essence en France, il y a beaucoup de fiscalité. Eh bien, il n'est pas normal que ce soit les gens les plus défavorisés qui payent ces impôts plus que d'autres parce qu'ils utilisent beaucoup moins leur voiture, leurs moyens de transport, etc. Donc la question de la justice fiscale, et on parle même, je pense que vous l'utilisez aussi dans vos pays respectifs, de la justice climatique, parce que, en fait, ce sont les plus démunis, les plus précaires, qui sont le plus frappés par les conséquences du climat en termes de en termes de réchauffement, en termes de chauffage dans leurs maisons, qui sont mal isolées, etc., etc. Donc pour nous, voilà. Et donc ça m'amène à répondre à une autre question très rapidement sur pourquoi vous parlez beaucoup de croissance ou de décroissance. En fait, nous pensons qu'il faut revoir la notion de croissance déjà. Et il y a une question sur comment mesurer cette autre croissance. Et bien tout à l'heure, je parlais de sobriété, c'est-à-dire l'idée, c'est que il faut satisfaire en priorité les besoins fondamentaux de tous et donc ne pas satisfaire les besoins qui sont créés en permanence par le système capitaliste qui incite les gens à consommer toujours plus des besoins dont ils n'ont pas besoin. Ou au contraire, c'est par exemple la question de l'obsolescence programmée, de pouvoir acheter sans arrêt, d'être incité à acheter des biens dont ils n'ont pas besoin. Donc nous avons besoin de construire une nouvelle conception de la croissance, de nouveaux indicateurs, le PIB, produit intérieur brut n'est pas un bon indicateur, donc de construire des nouveaux indicateurs de richesse, comme on dit, qui prennent en compte les besoins fondamentaux. Et ça, c'est un point qui nous paraît très important. Il y a pas mal d'économistes en France, mais je pense dans vos pays aussi, qui travaillent là-dessus, pour montrer qu'il y a des formes de richesse dont on ne parle pas beaucoup, qui sont liées justement à la solidarité, à la convivialité, à la réduction du temps de travail, etc. Et donc, c'est d'autres visions de la société qu'il faut absolument, absolument développer. Voilà, peut-être que je m'arrêterai là pour laisser la parole à mes amis. Ja, vielen Dank. Julia, magst du fortfahren? Danke für all die spannenden Fragen. Ich werde versuchen, möglichst viele zu beantworten, indem ich sie zusammenfasse in größere Blöcke. Zuerst möchte ich über die Weltordnung und internationale Fragen sprechen. Da war eine Frage an mich, wie kann eine multipolare Weltordnung entstehen, in der mehrere Blöcke ungefähr gleich viel Macht haben und nicht ein oder zwei Blöcke dominant sind. Die soziale Kraft, die dieses Potenzial hat, gibt es bereits. Die blockfreie Bewegung wurde schon in den 1960er Jahren von den unabhängigen Staaten, die damals als Nationalstaaten sich konstituiert haben, gegründet. Diese Organisation gibt es noch. Das heißt, die Staaten haben bereits einen Ort, wo sie sich koordinieren können, um ein Gegengewicht herzustellen. Die Frage wird sein, ob sie das noch können, weil sie natürlich von China auch abhängig sind, bis zu einem gewissen Grad. Da geht es um Güter, aber mittlerweile auch ganz stark um Investitionen. Und das wird für Sie die Frage sein, ob Sie das schaffen, sich als dritter unabhängiger Pol zu positionieren oder ob Sie dann lieber unter die Schirmherrschaft Chinas wechseln als von den USA und der EU. Ich komme nicht von dort und kenne deshalb die Debatten nicht von innen. Ich denke, es müsste jemand aus der blockfreien Bewegung selbst beantworten, was Sie dazu denken. Eine zweite Frage war, wie soll man mit dieser Deglobalisierung, die ich geschildert habe, in den Ländern des globalen Südens umgehen?
mit dieser stark selektiven Deglobalisierung, wo die EU und die USA sich nur ganz bestimmte, sehr profitträchtige Industriezweige und Hochtechnologie zurückholen, diese schützen mit protektionistischen Maßnahmen, aber weiterhin billig produzieren im globalen Süden, wenn es um die Massenproduktion von Konsumgütern geht. Und da wäre meine Antwort, die Form der Deglobalisierung, die wir jetzt sehen, ist aus meiner Sicht die ungünstigste Form für den globalen Süden. Deglobalisierung kann immer auch eine Chance darstellen für Länder, die versuchen, nachholende Entwicklung zu schaffen, weil sich Entwicklungsspielräume eröffnen, eigentlich. Allerdings ist es vor allem dann möglich, wenn sich der globale Norden nicht abschottet ihnen gegenüber. Das heißt, ich habe in der jetzigen Situation keine Antwort, was genau passieren wird oder kann, aber es ist eine schwierige Situation für nachholende Entwicklung. Dann möchte ich nochmal eingehen auf den Zusammenhang von Inflation und Schulden und Austerität, wie dieser Block gemeint war. Ich sehe den Zusammenhang eben so, wir haben massive Inflationsraten in Europa und die gehen nicht nur auf den Krieg und die Sanktionen zurück, sondern auch auf andere Faktoren. Und Inflation bedeutet, Geld wird weniger wert, das heißt auch die Schulden werden geringer in real, die zurückzuzahlen sind. Ja, das ist die Überlegung. Und weil eben in der Corona-Phase sehr hohe Schulden gemacht wurden, haben auch die Staaten Interesse, diesen Schuldenberg zu reduzieren. Das heißt, diese Inflation, wie sie jetzt läuft, wird meiner Meinung nach auch ein bisschen laufen gelassen. Ja? Und ich sage das vor allem deshalb, weil Inflationsbekämpfung im neoliberalen Zeitalter so wichtig war. Und da finde ich die Debatten, die aktuell in der Politik laufen, sehr zurückhaltend, wenn ich mich daran erinnere, wie wichtig Inflationsbekämpfung noch während der 1990er Jahre war, zum Beispiel. Das zum einen. Allerdings ist ja Inflation nicht zwingend schlecht, sondern sie ist dann schlecht, wenn die Löhne nicht mitwachsen. Und meine Problemanalyse bezieht sich ganz genau auf diese konkrete Lage, die wir jetzt sehen, nämlich dass es eine massive Inflation gibt, aber die Löhne nicht mitwachsen in dem Ausmaß, wie es notwendig wäre. Und da kommt auch der Lösungsvorschlag, um den ich gebeten wurde. Der Vorschlag ist, nicht zu sehr zu fokussieren auf Preisregulierungen, sondern auf Kämpfe um Lohnerhöhungen. Die müssen selbstverständlich einhergehen mit Preisdeckeln für Konsumgüter, Energie, für alle lebensnotwendigen Güter. Aber ich persönlich finde es problematisch, dass heute fast nur über die Preise diskutiert wird, aber nicht über die Löhne und eben die Sozialleistungen, ja, die eben diese Inflation nicht mehr abdecken können. Der letzte Punkt dazu, warum ist Austerität desolidarisierend? Darauf hat mich Joachim Becker hingewiesen. Und das Argument dazu ist, dass bei Austerität ein Staat oder eine andere Institution von außen einem diese Maßnahmen aufzwingt und alle nehmen das wahr als ein Aufzwingen von außen. Das fördert Solidarität gegen die Institution, die diese Sparmaßnahmen durchsetzt, wohingegen bei der Teuerung oft kein konkreter Feind oder keine konkrete Institution ausfindig gemacht werden kann, was dazu führt, dass die Personen zwar mit den sozialen Problemen konfrontiert sind, aber nicht so genau wissen, gegen wen sie sich richten sollen und dann eine individuelle Überlebensstrategie gewählt wird von vielen Leuten, die sich dann gegeneinander richten kann, statt eben zu einer Solidarisierung führen kann.
Einen letzten Punkt werde ich noch herausgreifen. Und zwar, was kann man jetzt tun gegen diese steigenden Lebenserhaltungskosten und wie kann man in diesen Protesten im Herbst eine positive Rolle spielen? Eine Frage an mich war, was kann eine linke Antwort auf konservative Proteste zur Besitzstandswahrung sein? Und ich würde sagen, diese Frage sollte so nicht gestellt werden, weil die Proteste nicht konservativ sind von Natur aus. Es gibt mit Sicherheit konservative Kräfte, die auch auf der Straße sein werden. Es wird aber auch einfach Menschen dort geben, die nicht mehr wissen, wie sie heizen sollen und wie sie ihre Lebensmittel bezahlen sollen. Und genau diese Personen kann und muss man mit linker Politik abholen. Und dazu ist es aber notwendig, dass man diese Proteste nüchtern betrachtet und nicht in eine rechte Ecke schiebt, bevor man mit diesen Personen gesprochen hat. Also was denke ich, was man tun soll? Man soll ernst nehmen, warum die Menschen auf der Straße sind und dann eine richtige Antwort darauf geben aus einer linken Perspektive. Und die ist, wir wollen keine weiteren Teuerungen, aber wir wollen auch Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen. Und dafür müssen wir kämpfen, wie immer in der Geschichte. Ja? Das wäre meine Antwort auf das. Und ich denke, dass man da auch gemeinsam als Bewegung einen Fahrplan entwickeln muss, wie man dorthin kommen kann. Aber dazu ist es mal wichtig, nicht von vornherein Gruppen auszuschließen, weil diese Gruppen ja sich auch entwickeln, gedanklich im Protest. Und deshalb ganz wichtig, am Anfang offen auf diese Proteste zugehen und versuchen, darin eine Rolle zu spielen, statt sich von vornherein selbst auszugrenzen. Ja, vielen Dank, Julia. Ich würde dem auch zustimmen. Aber als Anmerkung dazu noch, müsste natürlich dann weiter diskutieren, vielleicht ist das auch ein Übergang zu Frank als Gewerkschaftsexperte, wie die Gewerkschaften sich jetzt aufstellen. Beispielsweise in Deutschland, die IG Metall, da gab es eine Anmerkung von dem Gewerkschaftsvorsitzenden Jörg Hoffmann, dass die Gewerkschaften nicht in der Lage seien, im Grunde die gesamte Teuerung durch Lohnerhöhungen auszugleichen. Und das war ja eigentlich schon eine halbe Verabschiedung des traditionellen gewerkschaftlichen Grundsatzes, dass Lohnsteigerungen Inflation plus sozusagen Produktivitätswachstum im Grunde ausgleichen müssen in Tarifverhandlungen. Ich glaube, das hat auch zu Diskussionen innerhalb der DGB-Gewerkschaften geführt. Aber die Frage stellt sich natürlich auch, was ist mit den Bevölkerungsgruppen, die also keine Streiks, keine Lohnkämpfe führen können, die von Transfereinkommen abhängig sind, die ja noch schlechtere Kampfbedingungen haben im Grunde als die, die noch in Beschäftigungsverhältnissen sind und wo der Verarmungsprozess auch beschleunigt ist, weil natürlich die Transfereinkommen immer nur verzögert im Grunde mit den Lohnsteigerungen dann auch wachsen. Gut, vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen, diese Diskussion. Ich gebe dann an Frank weiter. Ja, das ist zusammen mit den vielen Fragen, die hier auch liegen, alles unendlich kompliziert und schwierig, was die Gewerkschaften betrifft, weil wir natürlich eine realistische Betrachtung der Kräfte, bei einer realistischen Betrachtung der Kräfteverhältnisse in unserer eigenen Gesellschaft, auch in den weltweiten Kräfteverhältnissen, immer davon ausgehen müssen, dass sozusagen die Kräfte, die wir ansprechen, die mobilisiert werden müssten, in die Auseinandersetzungen hineingehen, relativ schwach sind. Wir selbst verstehen uns ja, ich tue das zumindest schon seit vielen Jahrzehnten, linke Politik, auch Minderheitenpositionen im politischen Kräfteverhältnis sozusagen zu stärken, indem wir in die Programmatik Kritik der herrschenden Verhältnisse eintreten und sozusagen an programmatischen Alternativen, ob das traditionelle programmatische Alternativen etwa im Sinne der Vergesellschaftung oder der Enteignung sind oder ob es neue Alternativen sind, die wir im weitesten Sinne im Zusammenhang der großen sozialökologischen Transformation und so weiter formulieren. Was die Gewerkschaften betrifft,
Das ist extrem. In den 70er Jahren gab es eben die Stagflation und dann sind die Gewerkschaften, die ÖTV, die gibt es heute nicht mehr, mit 11% oder 14% in die Lohnauseinandersetzungen hineingegangen. Und ich glaube, es gibt wohl ein Bewusstsein in den Gewerkschaften, auch in normalem Bewusstsein, Alltagsbewusstsein, dass erfolgreiche Kämpfe, die jetzt nur den Ausgleich der Inflationsrate hervorbringen würden, praktisch die Inflation beschleunigen würden. Das ist die berühmte Debatte über die Lohnpreisspirale, die wir als Ökonomen immer abgelehnt haben. Werner Hofmann, mein alter Chef, der hat da mal ein ganzes Buch dazu geschrieben, gegen die Lohnpreisspirale. Aber es sind Kampffelder, in denen in der Regel, nach dem, was wir auch historisch wissen, praktisch die Probleme, die die Inflation hervorrufen, in letzter Instanz nicht gelöst werden können. Das Gleiche betrifft, ich habe hier eine Frage, die ist spannend und sie ist so ein bisschen, wie kann die Deklassierung bekämpft werden? Das ist ja ein großes, ich sage jetzt bewusst mal was abseits der dem zweiten Bereich, den großen internationalen Fragen liegt. Das ist eine der großen, also diese reflexive Globalisierung, die ich im Mittelpunkt meiner Krisenanalyse gestellt habe, heißt natürlich mit der sozialen Polarisierung nach innen und der Zunahme des Gegensatzes von Armut und Reichtum entsteht gewissermaßen die Angst vor Deklassierung in Gesellschaften, in denen traditionell, sagen wir, Oberschichten der Arbeiterklasse und auch der Mittelschichten relativ privilegiert waren, die jetzt die Angst vor dem Abstieg fürchten müssen. Die Trump-Wähler unter den Arbeitern in den USA werden dann immer als das berühmteste Beispiel werden die genannt. Das ist, wie kann das bekämpft werden? Der Grund für diese Angst ist natürlich also die Umstrukturierung im Kapitalismus, im Prozess der Globalisierung, Produktionsverlagerung in die Billiglohnländer, an die Peripherie und gleichzeitig die technologischen Rationalisierungen, die Arbeitskraft freisetzen. Möglicherweise jetzt auch politische Konflikte, die, wenn sie mit China zum Beispiel sich zuspitzen würden, auch die deutschen Automobilarbeiter ganz massiv betreffen könnten, die sich ja auch in einer solchen relativ privilegierten Position auch mit ihrer IG Metall und ihren Tarifverträgen befinden. Da geht die Angst vor Deklassierung um. Ganz manifest nach rechts hat sie sich bei den arbeitslosen Facharbeitern im Norden der USA zum Beispiel ausgedrückt. Was kann die Alternative sein? Die Alternative müsste sein, erstens Aufklärungsarbeit zu leisten, dass wir die neoliberale Politik und den Kapitalismus bekämpfen müssen, der sozusagen diese Herstellung von billiger Arbeit und die Ausbeutung billiger Arbeit benutzt und gleichzeitig Alternativen präsentieren, und die gibt es. Wir müssten auch wieder mal den Mut zur Alternative finden. In den 80er Jahren hat ein Bändchen von André Gorz zum Beispiel eine große Rolle gespielt. Also Wege zum Paradies, die radikale Arbeitszeitverkürzung, die Öffnung von neuen sozusagen Feldern von Arbeit. Marx sagt dann einmal in den Grundrissen, auch Komponieren ist verdammt harte Arbeit. Aber unter den Bedingungen, unter denen gewissermaßen der Zwang des Kapitals, Arbeit freizusetzen, permanent über die Akkumulation Arbeit zu ersetzen, nicht nur auszubeuten, näher ans Mikrofon, ach so, dass dieser Zwang, Entschuldigung, Kollegen, ja, dass sozusagen diesem Zwang Alternativen entgegengesetzt werden müssen. Zweiter Bereich. Eine Frage, die betrifft China, USA. Kann es so etwas geben wie eine Gemeinsamkeit bei der Lösung des großen Klimaproblems? In der unmittelbaren Situation sicher nicht, aber ich habe hier, das ist noch von einem anderen Vortrag, parallel zum El-Mao-Gipfel vor einigen Wochen hat in Beijing der BRICS-Gipfel stattgefunden. Und die haben ein Programm in 90 Punkten für eine multilaterale Weltordnung entwickelt, also dort verabschiedet. Auch das ist mir, wenn ich diese Leute dann sehe, in der Mitte steht Bolsonaro aus Brasilien, finde ich das erstmal höchst unappetitlich.
weil dort auch die sozusagen Konkurrenzsituation angesprochen ist, aber es ist auch ein Ausdruck der Veränderung, die inzwischen stattgefunden hat und die sich auch auf der politischen Ebene ausdrückt. Und da in diesem Programm für einen Multilateralismus, der die Alternative darstellt zu einem von den USA beherrschten, sozusagen regelbasierten Weltmarktorganisation, das ist die Kernbotschaft, die davon ausgeht, das wäre ein Ansatzpunkt, um gewissermaßen diese Frage, könnte es eine Zusammenarbeit USA-China geben bei der Bewältigung dieses Problems, um das als eine Perspektive anzusehen. Zwei Fragen, die betreffen jetzt das ganz große Grundsatzproblem. Kann man die Probleme nicht nur durch eine Revolution lösen? Und welche Rolle wird bei so einer Revolution die internationale Arbeiterklasse spielen? Ich fasse zwei Fragen zusammen. Das mit der internationalen Arbeiterklasse wäre ein eigenes spannendes Thema. Bei dem müsste man mal die Geschichte der Internationalen genauer untersuchen. Also die erste, zweite, dritte, vierte Internationale. Die Tatsache, dass die immer auch zerbrochen sind und niemals so gut funktioniert haben, wie sie ursprünglich bei der Gründungsversammlung die gemeinsamen Lieder gesungen haben, die hat etwas zu tun damit, dass sozusagen in der Geschichte des Kapitalismus über die Rolle der Nationalstaaten und Imperialismus, über die Konkurrenz der Nationalstaaten immer auch große Teile der Arbeiterklasse in diesen Zusammenhang jetzt des Nationalismus einbezogen sind. Am deutlichsten 1914 beim Ausbruch des Weltkrieges, aber natürlich auch in anderen Zusammenhängen. Ich will das nicht vertiefen. Die Frage mit der Revolution, ja, die könnte ich jetzt ganz einfach beantworten, indem ich sage, Revolution macht man nicht, sondern die Revolutionen müssen sich historisch herausbilden. Natürlich muss es Menschen geben, das ist die alte leninistische Antwort, wenn erstens der alte Apparat zusammenbricht, wenn es zweitens eine Massenbewegung von unten gibt und wenn es drittens organisierte Kräfte gibt, die in der Lage wären, in einer solchen Konstellation auch politische Macht zu übernehmen. Das sind berühmte Punkte, die hat Lenin mal 1917 formuliert. Wir wissen inzwischen alle über die Widersprüche, die auch mit solchen Formen von Machtergreifung verbunden sind. Aber wir wissen ganz genau, dass die beiden ersten Punkte, die er genannt hat, Revolutionen entstehen, das gilt für 1789 und natürlich für die Revolution des 20. Jahrhunderts, dass ein alter Apparat zusammenbrechen muss. Meistens am Ende von Kriegen übrigens. Und dass eine Massenbewegung von unten den ausdrücken muss, sie wollen eine andere Ordnung haben. Ich denke, dass wir in einer Situation sind, wo wir nicht auf eine solche Situation orientieren können. Es gibt allerdings Länder, in denen auch also solche Situationen durchaus entstehen können. Ja, die Gelbwesten, ob die Gelbwesten eine Revolution sind, nein, ich finde das eine spannende Bewegung, interessante Bewegung. Aber es ist, sie können sich ja auch als Revolutionäre verstehen, aber die Gelbwesten haben bisher noch nichts an dem politischen Kräfteverhältnis, also Machtverhältnis in Frankreich verändert. So wichtig das ist, es müsste eine Bewegung von Gelbwesten, es müsste die Arbeiterklasse jetzt müsste in große Generalstreikbewegungen eintreten und es müssten politische Kräfte erkennbar sein, die sozusagen Macht übernehmen können. Davon sozusagen sind wir weit entfernt. Dass wir, vielleicht noch zwei Sätze. Wir sind angesichts dieser Kräftekonstellationen in unseren politischen Orientierungen orientiert auf die Veränderung von Kräfteverhältnissen, auch in kleinen Bereichen. Und ich würde mal sagen, also selbst wenn wir die Bundesrepublik oder die entwickelten kapitalistischen Länder nehmen, die Bewegung, also von Fridays for Future und die Umweltbewegung vorher, die hat natürlich schon ihre Wirkungen entfaltet. Insofern, dass sowohl von der Realität der Bedrohungen, also der Klimaentwicklung, als auch von dem politischen Druck von Kräften, dies zentrale Themen geworden sind. Natürlich jetzt in die Richtung eines Green Capitalism erstmal. Aber die jetzt entstehen in der Durchsetzung dieser, das erleben wir ja derzeit, also ganz am Beispiel der Politik der Ampelkoalition, erleben wir das ja, dass dort neue Konfliktfelder entstehen,
in denen gewissermaßen die Kräfte, die eine sehr viel grundsätzlichere Orientierung haben, System Change und ausgehend Degrowth, also die zentrale Frage dort thematisieren, indem gewissermaßen die in den Auseinandersetzungen auch den Druck entfalten müssen, auch wenn es vom Rand herkommt, um jetzt in den anerkannten Feldern, es muss was geschehen im Klimawandel, dort zu weiteren Fortschritten zu kommen. Ich glaube, das ist das Politikmodell und das könnte man jetzt übertragen, auch auf andere Bereiche. Also die Frage von Arbeitszeitverkürzung, der Neuorganisation von Arbeit in den Bereichen der Friedenspolitik natürlich, also im hohen Maße. Ohne diesen Druck von Bewegungen und politischen Kräften, die die Kritik und die Alternativen artikulieren, werden wir keine Veränderungen herbeiführen. Und selbst für die USA gilt, wenn wir dort jetzt sprechen von der Gefahr einer, ich sage es mal offen, faschistischen Entwicklung in den USA oder protofaschistischen Entwicklung in den USA, müssen wir auf der anderen Seite sehen, dass in den USA, ich nenne jetzt einfach mal einen Buchtitel, der neu gerade herausgekommen ist, von einem Journalisten, Uprising, der schreibt über die amerikanische Linke und schreibt, da ist etwas passiert, etwas in den USA aus den sozialen Konflikten heraus, dass dort eine Linke entsteht, im linken Rand der Demokraten, aber auch in eigenständigen Formationen, die es in den letzten Jahrzehnten zumindest überhaupt nicht gegeben hat in den USA. Und diese kleinen Entwicklungsprozesse, das ist das, in denen wir sozusagen das Vorantreibende und das Potenzial der Veränderung sehen müssen. Ja, zur Frage der Alternativen wollte ich noch sagen, eine Frage war hier auch, ist Rätedemokratie statt parlamentarischer Demokratie eine Alternative und wie steht es mit genossenschaftlicher Produktion? Diese Fragen verweisen für mich auch darauf, dass wir uns natürlich auch immer wieder die Tradition neu aneignen müssen des linken Denkens und solche Begriffe eben wiederentdecken müssen oder uns fragen müssen, wie können sie sozusagen auch unter den aktuellen Bedingungen neu gedacht werden, auch Begriffe wie die internationale Arbeiterklasse, Revolution und so weiter. Auf einiges seid ihr ja schon eingegangen. Das sind ja im Grunde Begriffe, die immer noch unabgegolten ist, wo aber auch viel schon vorgedacht wurde sozusagen, was man wiederentdecken kann oder sollte. Es gab Fragen wie, wie kann die Linke ihre internationale Ausrichtung stärken? Wir werden ja dazu einige Workshops haben hier noch, wo es zum Beispiel darum geht, auch zu diskutieren über die Geschichte der globalisierungskritischen Bewegung in den letzten 20 Jahren. Also warum hat es diesen Niedergang der Sozialforumsbewegung gegeben? Was können wir im Grunde genommen daraus schlussfolgern? Wie könnten neue Ansätze des Internationalismus auf der Basis der vergangenen Erfahrung eben hervorgebracht werden? Oder wir werden auch einen Workshop noch haben zum gewerkschaftlichen Internationalismus, wo es also konkret um die Formen des gewerkschaftlichen Internationalismus geht. Und die Frage, sind das nur Sonntagsreden, wenn Gewerkschaften über Internationalismus reden, als weitgehend national verfasste Organisationen? Oder welche Praxen sind dort denkbar, um dort weiterzukommen? Wir werden natürlich jetzt nicht mehr alle Fragen beantworten können, die hier vorne gelandet sind, aber vielleicht eine ganz kurze Runde nochmal, wo jeder vielleicht noch ein, zwei Fragen aufgreifen kann, auch dann im Sinne eines Schlusswortes, würde ich sagen. Laura sagt eine Frage, um es kurz zu machen, also möglichst kurz und prägnant eine Frage nochmal, damit wir dann langsam zum Abschluss kommen dieses Podiums. Ja, sollen wir vielleicht wieder in der bisherigen Reihenfolge vorgehen? Dominik, magst du anfangen? Sur la question internationale, le mouvement altermondialiste dont ATTAC et bien d'autres organisations font partie a essayé précisément de relancer à un moment où ils étaient plutôt en déclin, l'internationalisme ouvrier était en déclin, et donc de relancer cette idée de solidarité internationale et aussi de prendre en compte les inégalités considérables qui existent à l'échelle de la planète. Donc, pour moi, personnellement, si j'ai adhéré à ATTAC, c'est en fonction de cette vision internationaliste. Et on a essayé d'organiser
des moments forts de solidarité internationale, d'abord des luttes, par exemple des luttes entre des agriculteurs qui se battaient pour défendre leur mode de vie, leur production, d'être rémunérés correctement, mais aussi on a institué des manifestations. Vous avez entendu parler, vous avez peut-être participé pour certains d'entre vous, des forums sociaux mondiaux, dont les premiers d'ailleurs se sont tenus au Brésil en particulier. Et donc l'idée, c'est de faire se rencontrer les travailleurs, de faire se rencontrer les paysans, de faire se rencontrer les étudiants et ainsi de suite, des différentes régions du monde pour essayer de créer des liens de solidarité et de défense en commun. Alors malheureusement, comme dans beaucoup de domaines, après avoir été très très avec beaucoup de monde, réunissant beaucoup de monde, maintenant les forums sociaux mondiaux réunissent moins de monde. Il y a une sorte, je ne dirais pas le mot déclin est trop fort, mais un certain reflux. Donc l'idée, c'est aujourd'hui comment peut-on redynamiser en effet cette solidarité internationale qui est absolument essentielle. Il y a une question dans le même ordre qui est posée, c'est sur la dette coloniale de l'Europe. Comment l'Europe peut assumer sa dette coloniale? Alors, je me permettrai de transposer légèrement cette question en parlant aussi de la dette écologique. C'est-à-dire, nous pensons que, enfin, je pense que vous serez évidemment tous d'accord, que les pays dits développés, qui ont des niveaux de vie beaucoup plus élevés, qui ont aussi contribué très largement, par exemple, à l'émission de gaz à effet de serre dans la planète, comme le gaz à effet de serre n'a pas de frontières, eh bien, les pays du Sud aujourd'hui souffrent de ce réchauffement climatique, alors même qu'ils n'en sont pas à l'origine. Donc l'idée, c'est de créer des solidarités chez nous, de prendre en compte justement le fait que nous, pays du Nord, nous, pays riches, avons une dette à l'égard des pays qui aujourd'hui souffrent de cette question climatique. C'est très difficile. On organise lors des sommets, par exemple les COP 21, 22, 23, 24, 27, les sommets sur le climat, il y a beaucoup de manifestations précisément pour prendre en compte, essayer de faire connaître et de faire pression sur les pouvoirs publics, les décideurs, pour qu'ils prennent en compte cette dimension internationale, cette injustice qui existe dans le monde. Donc voilà un des moyens de se battre. C'est extrêmement difficile parce que le rapport de force est entre nous et eux, les décideurs publics et privés, n'est pas toujours en notre faveur, loin de là. Mais je crois que nous devons continuer à être mobilisés, à nous battre. C'est un des moyens de ramener plus de justice à l'échelle internationale, plus de solidarité internationale. Ja, Julia? Ich kann leider viele Fragen nicht beantworten, bin aber noch hier heute. Das heißt, falls jemand seine oder ihre Frage noch beantwortet haben möchte, bitte einfach auf mich zukommen. Das, was ich jetzt noch sagen möchte, ist die Frage, was tun, die mehrere gestellt haben. Ja, wie können wir jetzt intervenieren und Schritte setzen? Da möchte ich einerseits noch einmal hervorstreichen, was Frank Deppe vorher gesagt hat. Ich glaube, es ist wichtig, wieder alternative Visionen zu entwickeln. Ja, Vision heißt nicht, dass man psychisch krank ist. Vision heißt, man hat eine Vorstellung davon, wie ein besseres Leben aussieht und kann die auch... Ich versuche es wieder. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Also ich denke, es geht darum, dass man eine Vision wieder entwickelt für ein besseres Leben und sich auch laut sagen traut, dass sie sich nicht im Kapitalismus bewegt. Ja? Zugleich denke ich aber auch, dass für eine Linke wichtig ist, von dem Fokus auf Umverteilung und Reproduktion
wieder stärker auch Produktion und das Schaffen von Wert im Blick zu haben. Und zwar, weil jetzt sehr viele Debatten der Linken in Wahrheit darum kreisen, die Lohnquote anders zu verteilen. Das heißt, die Lohnbeschäftigten untereinander konkurrieren um denselben Kuchen, der nur anders aufgeschnitten werden soll. Wenn auch Produktion und das Schaffen von Wert im Fokus ist, stellt sich aber eben auch stark die Frage, wer schafft überhaupt Wert und wie werden die Gewinne verteilt? Und ich denke, dass diese Frage auch wieder stärker thematisiert werden muss. Das erwarte ich mir auch von einer Linken, die in den Protesten im Herbst interveniert, dass man eben nicht nur auf Preise und Lohnhöhe fokussiert, sondern auch die Frage stellt, wer kontrolliert die Produktion und wer macht die Gewinne? Und werden diese Gewinne gerecht verteilt? Frank? Ja, gar nicht so einfach, eine Art Schlusswort zu machen. Ich will es mal so machen. Wir sind ja hier bei ATTAC, Sommerakademie. Die große Bedeutung von ATTAC bestand ja darin, dass sie in den 90er Jahren Antworten gegeben haben in der Kongressbewegung auf erste Erfahrung der Globalisierung. Und das war doch großartig, dass dort für eine bestimmte Zeit der Satz, die Welt ist keine Ware, das war ja der Satz, in dem sich auf ganz einfache Weise die Fundamentalkritik an dem, was in der von den transnationalen Konzernen und den Regierungen vorangetriebenen Globalisierungspolitiken die Alternative sich dargestellt, also gefordert wurde. Die Welt ist keine Ware und wir eignen uns die Welt an. Das war eine Bewegung, die über einen gewissen Zeitraum, ihr habt das intern wahrscheinlich alles viel genauer analysiert, sozusagen eine große Ausstrahlung hatte im Wissenschaftsbereich, aber auch im politischen Bereich, denn die Entwicklung der Grünen, das muss man und auch an, also die Öffnung jetzt in der politischen Linken für diese Fragen, die war auf diese Bewegung zurückzuführen. Jetzt haben wir heute darüber diskutiert, wie sich die Welt verändert hat. Und deswegen wäre es wichtig, dass sozusagen auch in den Bereichen, in denen ATTAC wichtig ist, diese Diskussion, was hat sich da verändert, inwieweit ist jetzt aus dieser reflexiven Globalisierung heraus jetzt auch eine Art von Renationalisierung der Politik entstanden, die sowohl nach rechts gewendet wird, gegen die wir uns wenden müssen, die aber auch sozusagen es erfordert, in den sozialen Auseinandersetzungen, soweit davon auch Lohnabhängige betroffen sind, die Inflationsprobleme, alles, was Eva auch gerade nochmal angesprochen hat, also die Kämpfe, die da entstehen, gewissermaßen dann zu verbinden, nicht mit einer Alternativen, das würde ich mit dem Wolfgang Streeck dann zum Beispiel kritisch diskutieren, nicht im Sinne jetzt zu sagen, wir sehen die Renationalisierung positiv, sondern in dem Sinne zu sehen, dass dort Kampffelder entstehen, in denen wir gewissermaßen die Kritik, das Potenzial der Kritik, aber auch die Ansätze von Bewegungen und dazu gehört auch Selbstverständigung unter uns, wie zum Beispiel hier. Deswegen fände ich es wichtig, dass die sozusagen eine Art von Erneuerung von ATTAC, die auch durch die Entwicklung der Verhältnisse selbst notwendig gemacht wird, diese beiden Dinge. Wir müssen die Kapitalismuskritik in der neuen Krisenkonstellation praktisch präzisieren und wir müssen gleichzeitig fragen, wie weit wir die Klassendimension, die über die Wirkungen jetzt der ökonomischen Verteilungsfragen und so weiter auch stärker in den Mittelpunkt rückt, wie weit wir die selbst auch mit einbeziehen. Und ich will noch einen Satz zum Schluss sagen. Also bei herrschenden Politikern wird ja oft in den letzten Jahren der Satz gesagt, die Welt ist aus den Fugen. The world is out of joint, wird dann Hamlet zitiert, was man nicht übersetzen darf damit, die Welt hat keinen Joint mehr, sondern dass die Welt aus den Fugen ist. Ja, wie ist sie denn aus den Fugen? Es gibt
Aufstandsbewegungen in der Welt in verschiedenen Bereichen. Es gibt so viele Streiks, die Streikstatistik weltweit verzeichnet also sozusagen ganz, also es heißt, überall in der Welt wehren sich auch Menschen gegen die Zumutungen dieser großen Veränderungen, und überall in der Welt gibt es dann auch Ansatzpunkte, wo dieses sich wehren sich ausdrückt in Veränderungen politischer Machtverhältnisse. Also Lateinamerika ist nach wie vor ein wichtiger Bereich, dass jetzt in Kolumbien sozusagen ein linker Präsident gewählt wurde, dass dessen Außenminister als erster nach Kuba gereist ist und dass er jetzt also 20 Generäle abgesetzt hat. Wir dürfen nicht falsche Euphorie machen. Mein Freund Dieter Boris würde mir sofort sagen, schau dir die alten Linksregierungen an. Aber das sind die Ansatzpunkte. In einer Welt, in der wir leben, ist es nicht so, dass es nicht unzählige konkrete Ansatzpunkte für progressive Veränderungen gibt. Und ich denke, das sollten wir auch ja in einer Art optimistische Perspektive, so schwer das ist, sollten wir das einbeziehen. So kann es in dieser Welt nicht weitergehen. Und wenn wir nicht total negative Anthropologie vertreten, müssen wir immer noch das Zutrauen haben, dass die Menschen in letzter Instanz, Herbert Marcuse hat das mal wunderbar formuliert, dass dann die Menschen doch in letzter Instanz gegen die Unerträglichkeit von Verhältnissen, die sie nicht mehr aushalten, sich dann auch zur Wehr setzen und die Frage der großen Alternative dann konkret werden kann. Schönen Dank. Thank you very much to all our wonderful speakers for responding to these many, many questions. As you can see, the tables here are covered in paper. And again, the invitation to you to come down, pick up a question, because there are a lot of really good questions that have not even been responded to. Instead of summing up, I am going to do a half-hour presentation on what I think is the most important part of this forum. I think what this particular forum has shown to us, remember we started out saying, is there a new type of capitalism? What kind of crossroads, junctures, critical junctures, fragmentation we do see in contemporary capitalism? What the contribution to this forum really have shown is the relevance of critical analysis. And of course, this is a summer university where ATTAC and many other organizations are organizing, but it also takes place at a university. So I think all of our speakers have shown how important it is that we have left and progressive analysis, that we do take the time for class analysis, for geopolitical reflection and consideration. So with all of this in mind, I think, I hope you have received and gotten lots of inspiration to bring with you in some of these other workshops that you're going to. Remember to bring one of the questions that we couldn't respond to. All of us will be hanging around here, so come and corner us and ask your question. By all means, that's how it works at a summer university. I would like to once again thank our very patient interpreters for bearing with us. And also the wonderful people here in the back making technology possible. Thank you for being here, for asking really good questions. We all deserve a coffee break now, and there is another forum in the